Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der diesjährigen Port & Sound. Und wir sind am Stand von Yamaha, euer Wunsch, und ihr habt ein neues Pult rausgebracht. Ja, Gott sei Dank. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön leuchtend aus. Auf jeden Fall ein, ich würde mal sagen, Flaggschiff von Yamaha, ne? Definitiv Flaggschiff-Reihe. Wir reden über das PM7, das ist quasi die PM-Serie. Mhm. Davon wurde, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr wurde das PM10 rausgegeben. Mhm. Das hier ist der Nachfolger, der von den Funktionen kurz unter dem PM10 angesiedelt ist. Es gibt einige Ausnahmen. Ansonsten entspricht die Oberfläche allerdings komplett dem des PM10. Erster grundsätzlicher Unterschied ist, dass alles, was an DSP-Leistung im PM10 ausgelagert ist, also extern in einem Rack ist, ist hier eingebaut worden. Das heißt, das Surface ist komplett sonst identisch. Also es gibt gleiche Anzahl von Federn, Knöpfen, Encodern, alles identisch. DSP-Leistung ist grundsätzlich auch erstmal identisch, was in Bezug auf die Plugins Gültigkeit hat. Das Einzige, was nicht in diesem Pult zu finden ist, ist der TC6000-Algorithmus. Ansonsten aber der Eventide, alle anderen Plugins, die man im PM10 oder im CL findet oder auch im QL, sind hier komplett so drin. Und ein weiterer Punkt umfasst einfach nur die Kanalzahl, In- und Ausgang. Also beim PM10 hat man 144 Eingangskanäle auf 108 Busse. Aufteilen tun die sich auf 72 Mixe und 36 Matrizen, sind 108. Und aber es gilt das gleiche Prinzip wie bei jedem Yamaha-Pult, also ob das jetzt QL, CL oder irgendwas ist. Du kannst jeden Eingangskanal auch direkt auf eine Matrix routen. Das heißt, für einen Mixer, für der Monitor macht zum Beispiel, sind diese 108 Busse beim PM10 identische Mixbusse. Für einen FOH-Mann ist natürlich eine Matrix interessant. Hier ist es so, bei dem Pult gibt es 60 Mixbusse plus 24 Matrixen, sind also 84. Das ganz Neue allerdings, was durch dieses Pult mit angestoßen wurde, eine neue Firmware 2.0.2, gerade aktuell, die ermöglicht das erste Mal, dass man in diesem Pult gleichzeitig die RPOs, also quasi die Vorstufe mit dem Neve Silk des PM10s, mit diesem Pult natürlich auch nutzen kann. Aber, und das ist eigentlich das wirklich Neue, man kann auch Rios mit diesem Pult nutzen, weil es eine Dante-Karte gibt. Und dieser Dante-Tunnel wurde quasi für die PM-Serie geöffnet. Ich kann die neuen Rios, die vorgestellt wurden, die D2s, damit nutzen, kann aber auch jede alte Rio, die ich noch im Lager habe, mit diesem Surface nutzen. Das heißt wirklich, wir sind sehr modular. Was für uns immer sehr interessant ist, wir sind ein Riesenfan von verschiedene Serien kombinieren, vor allem, ja, wenn es darum geht, FOH-Monitor zu machen. Na klar. Da gibt es viele, viele Hersteller, die sich davor ein bisschen strotzen, sage ich mal, dass es nicht funktioniert, nicht kompatibel ist. Aber ich kann das als FOH nehmen, theoretisch eine CL als Monitor. Absolut. Oder umgedreht, oder eine das QL, funktioniert. Völlig egal. Okay, ja, wundervoll. Weil durch diese Karte, die da hinten in einem HY-Slot, mhm, drin ist, also es gibt ja die ganz normalen kleinen Slot, ja, ne, wo früher die ganzen Rios zum Beispiel mit der Dante-Karte angebunden wurden. Ja. Wenn du eine LS9 hattest, brauchtest du die Audinate-Karte. Mhm. Dann warst du in der Dante-Welt und konntest es limitiert nur durch den Slot 16 rein raus machen. Ah, okay. Dann konnte man zum Beispiel bei der CL-Serie, weil das erste Mal Dante nativ implementiert war in einem, mhm, Pult, konnte man 64 Kanäle rein raus machen. Das lag aber eben nicht an Dante, sondern es liegt an der Vorgabe der CL-Serie. Okay. Bei dieser, also rein systemtechnisch. Rein systemtechnisch, ja, bedingt. Okay. Bei dieser Karte ist es so, dass du 144 Eingänge und Ausgänge hast. Auf einem Karten. Das ist amtlich. Und damit bist du das erste Mal auch in der Lage, im Prinzip alles, was hier an Ein- und Ausgängen zur Verfügung steht, in der Dante-Welt zu machen. Aber danach bist du halt vollkommen frei. Das heißt, du kannst natürlich jetzt nicht 144 Kanäle auf eine CL legen. Aber du könntest auf jeden Fall die möglichen 64 das, auf einen Tisch. Das, was ich verarbeiten kann ich aber nutzen. Genau. Auf jeden Fall. Und genau, du kannst ja auch zwei Pulte hinstellen. Also theoretisch alles, was Dante spricht, kann ich mit dem verwenden. Ganz normal, genau. Hier gibt es in der System-Config, gibt es im Prinzip diese Anlagemöglichkeit, bin ich jetzt ein Twin-Lane-Netzwerk, mhm, was ja im Prinzip ein proprietäres Protokoll von Yamaha ist. Das heißt, das wird über Glas übertragen. Okay. Ist halt eine Eigenentwicklung. Und damit kann ich die RPOs ansprechen. Das heißt, das ist das, was eigentlich zur PM10 gehört, zum Rivage. Und wenn ich jetzt nur einen Reiter weitergehe, das ist eigentlich so das beste Beispiel, dann bin ich wieder in der Dante-Welt, weil ich habe hier diesen HY-Slot und da steckt jetzt bei uns diese Dante-Karte drin. Und wenn ich jetzt hier auf die Rio gehe, sehe ich eigentlich genau das Gleiche, als wenn ich in der CL arbeite. Das heißt, du hast jetzt auch alle Funktionen, könntest jetzt hier was anwählen, kannst direkt selber Gain machen, kannst dir das auf den Input-Kanal legen, machst von da Gain. Also es gibt keinen Unterschied in der Arbeitsweise.
Und du kannst hier bis zu 24 Rios anwählen. Wenn man jetzt mal 24 mal 32 rechnet, weiß man schon, dass man auch mit ein paar Rios relativ weit kommt. Das ist ordentlich. Das reicht also für jede Top 40 Band der Welt und auch noch viel mehr. Ich wollte gerade sagen, also gerade für Großproduktionen, Orchester und so weiter. Genau, sowas ist das super. Gerade auch mit zwei Bühnen und so weiter. Genau, das ist ja dann so die Idee, dass man halt sagt, für den orchestralen Bereich, du hast ja auch einfach, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, alle, die so ein bisschen CL-affin, QL-affin sind, da wurde immer in Achterblöcken gearbeitet. Hier wurde das gesprengt, es gibt 12er-Blöcke. Also das heißt, du hast 3x12, ja, also jede Bay hat 12 Kanäle plus ein Master mit 2. Und hier kannst du super unterschiedlich arbeiten. Du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel in einer Bay, dass du jetzt zum Beispiel hier arbeitest. Das kannst du machen, indem du jetzt hier selectst. Und dann bist du wirklich zu Hause. Wenn du jemals auf dem CL gearbeitet hast, ist das alles identisch, wie man es halt kennt. Du nimmst dir einen Kanal, meinetwegen jetzt hier den Bass, den können wir uns auch anhören. Wenn der Onkel jetzt spielen würde, dann nehmen wir das Keyboard. So. Und jetzt hast du hier dein EQ und kannst genauso mit den Encodern arbeiten, wie du das halt kennst. Ne? Ist hast hier alles ganz normal selber in der Hand. Hast genau das gleiche für Dynamic. Also wie würdest du jetzt zum Beispiel auf einen Kompressor gehen, wenn du von der CL kommst? Wenn ich von der CL komme, würde ich den direkt anwählen eigentlich. Ja, dann drück mal da drauf. Genau. Zack, dann siehst du den. Hier hast du sogar die Möglichkeit, um vergleichend zu arbeiten, könntest du hier jetzt den normalen Legacy-Comp nehmen, das ist quasi der Yamaha-Comp, und kannst hier den DBX-160 nehmen, der eigentlich im CL noch als quasi Plugin ist. Den gibt es hier in jedem Kanal, der ist also standardmäßig. Okay, der ist schon drin. Und jetzt kannst du halt einfach sagen, ich höre es mir damit an oder ich höre es mir mit dem an. Das ist also noch abseits von irgendwelchen Plugins. Wir haben noch gar nichts aufgemacht. Verstehe. Das ist alles da drin. Weiterhin gibt es im EQ-Bereich natürlich auch alle 4 Models, die mit PM auf den Markt kam, also Legacy das ist der ist schon normale Yamaha EQ. Ja. Genau, das ist natürlich die Klangfärbungsmöglichkeit überhaupt. Das heißt, das haben viele gar nicht. CL hat das auch, Gott sei Dank. Hm? Das wurde ja quasi erst released, dann wurde PM released und dann hat man gesagt, naja, das ist schon ein Feature. Das möchte man mit rein, ist ja klar, nicht vorenthalten. Auch natürlich wahrscheinlich der Hintergrund Yamaha-Familie. Man möchte natürlich in der Lage sein, durch dieses Tool einen CL-File auf PM zu übertragen. Dahin muss man zumindest diese Option halt haben. Ja. Also immer abwärtskompatibel. Das hat man auch gemacht, indem man jetzt zum Beispiel sämtliche Plugins, die in einem CL sind, müssen hier natürlich auftauchen. Sonst könnte man das ja gar nicht transferieren. Das wäre schon sinnvoll, wenn das passiert. Ja. Genau. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viel anderes. Und da das extrem viel ist, hat man das hier auf eine etwas andere Art gelöst als wie im CL. Im CL gibt es halt einen Premium-Rack. Ja. Da gibt es 8 Slots und da kannst du das reinladen. Hier ist es so, du hast eine maximale Anzahl von DSP-Power. Hier sind natürlich mehr als ein Shark-DSP drin. Also, weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist eine wichtige Info. Das wissen nicht viele Leute. Ein CL-Pult ist in Wirklichkeit eigentlich von Yamaha-Seite aus gesehen das erste Hybrid-Pult, was sie jemals auf den Markt gebracht haben. Also es gibt eine DSP da drin, die macht alle Berechnungen auf der Yamaha-Seite. Das heißt, wenn ich den Yamaha-EQ, wenn ich den Yamaha Kompressor benutze, dann macht dieser DSP alles, was Yamaha eigen ist, berechnet. Das heißt, ich habe praktisch 2 komplett verschiedene unterschiedliche, Prozessoren, die ihre eigenen Bereiche abdecken. Genau, das weil du hast nämlich auch noch in diesem Premium-Rack hast du ja Plugins, die zum Beispiel von Neve sind, in Lizenz mit der Yamaha zwar, aber das sind ja eigentlich so quasi nicht die reingeholte Fremdarbeiter. Ja, genau, richtig, ja. Und die musste man ja irgendwie prozessieren und die werden klassisch, wie bei ganz vielen anderen Pultherstellern, auch auf dem Shark prozessiert. Und so gesehen ist die CL das erste Pult, was sowohl eine DSP für Yamaha interne Berechnungen hat und halt auch für Premium Rack. Was ja auch bedeutet, ich habe viel mehr Power an sich. Natürlich. Ne? Weil ich habe viel mehr Ressourcen, die ich nutzen kann. Und hier ist es halt so, beim PM7 zum Beispiel, hast du die 25-fache DSP-Leistung wie von einem CL. Aber das ist so, als wenn wir jetzt hier den ganzen Gang voll mit DSP-Pulten stehen, mit CL-Pulten stehen würden, dann hättest du das, was du hier hast. Das ist meine Ansage. Dafür wiegt es auch 100 Kilo, aber egal, nein, Spaß beiseite. Also es macht natürlich in dem Moment Sinn, es auch so grafisch darzustellen, weil wenn du jetzt hier ein Premium-Rack hättest, würde es halt unendlich laufen. Ja, ja. Du kannst hier eben auch nicht 8 Slots machen, sondern du hast sogenannte Instanzen. So wird quasi die DSP-Leistung eingeteilt. Du hast 384 Instanzen und in diesen Instanzen kannst du halt Plugins setzen. Also zum Beispiel so ein ganz normaler Neve-Comp, Neve-EQ, der braucht 3 Instanzen. Bei den Effekten sind es dann immer schon ein bisschen mehr, so ein Rev-X, also SPX 2000. Ich sehe also, welche Ressourcen ich noch habe und wie viel ich aufgebraucht habe. Das ist natürlich ziemlich cool. Und du kannst hier quasi, wenn du diesen grauen Reiter verfolgst, kannst du sagen, ich möchte eine Aufteilung machen. Und zwar für mein zukünftiges Bandprojekt brauche ich zum Beispiel 8 Effekte. Das ist ja schon
wo man sagt, da krieg ich ja schon 70-80% aller Bands mit hin. Es sei denn, du machst Monitor und brauchst für jeden Vokalisten Hall, dann musst du es anders machen, aber das würde ich hier zum Beispiel so anlegen. Und alles, was grau hinterlegt ist, wären die Insert-Plugins. Das hier wären die Aux-Send-Plugins. Und so würde ich quasi einfach nur diese DSP-Leistung vorstrukturieren. Ja. Das hat auch noch nichts mit Leistungsverteilung zu tun, sondern nur mit Übersicht. Weil jetzt kann ich, wenn ich das hier einmal gemacht habe, Entschuldigung, damit ich weiß, was hätte ich praktisch noch. Also und jetzt hast du vor allen Dingen eine ganz bessere, viel bessere Übersicht, weil du gehst jetzt auf Plugin Send und siehst alle Effekte untereinander. Und hier würdest du dann entsprechend deine als Insert gepatchten Wege sehen. Ich verstehe. Das ist aber schon... Das finde ich jetzt echt nicht schlecht, muss ich cool sagen. Ja, ja. Und du bist hier natürlich auf einer Messe, das heißt, hier gibt es durchaus auch mal Freunde, die wie das jetzt ein H3000 als Insert patchen, was natürlich kompletter Quatsch ist. aber sobald die das machen, taucht es quasi auf dieser Seite auf. Ja. Ne? Jetzt machen wir das natürlich sofort mal wieder raus, weil das ja keiner braucht. So, das ist zu diesen Plugins. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas mounten willst, guckst du hier unter diesen Kategorien, hier gibt es halt 5 Reiter. An Reverb gibt es alles, was es halt natürlich auch im CL gibt, in der normalen Version. Das heißt RevX, SPX 2000. Mhm. SPX Reverb wäre zum Beispiel SPX 1000. Dann Stereo Reverb wäre 990, Gated Reverb auch. Und Early Reflections wäre zum Beispiel SPX 90. Das heißt, du hast hier eigentlich so 20 Jahre SPX Outboard-Geschichte auf dem ersten Reiter. Das sind wirklich die Effekte aus den alten Reitern. Das sind wirklich die Original-Algorithmen daraus. Cool. Ne? Also ja, diese RevX-Algorithmen wurden halt auch wirklich das erste Mal, die gab es schon dann in einem Update in der PM5D, aber die wurden hardwaremäßig auch aus dem SPX 2000. Mhm. Dann konntest du die auch einzeln besorgen. Dann gibt es hier alles, was auch noch so SPX-Modeling-Geschichten sind. Also Echo, ne? Mod-Delay, mhm. Chorus, Flanger. Und es gibt so ein paar Bodentreter noch zusätzlich. Die ist eigentlich, ich glaube, ein, zwei davon gibt es auch im CL. Was hier neu ist, was es so auch im CL noch nicht gibt, ist Analog-Delay. Ja, das gibt es durchaus auch. Ringmodulation, also das alles. Und hier natürlich Flaggschiff H3000. Das fällt auch in dem Bereich einfach mal unter Delay und Modulation. Das ist nicht verkehrt, wirklich. Ist ja auch schon mal die halbe Miete. Equalizer, logisch. Dann gibt es hier alles das, was man aus dem CL kennt, mit Ausnahme, also zum Beispiel die ganzen Neves, Porticos und quasi Pultec-Algorithmen. Mhm. Und hier dazu kommen quasi 70er Jahre, also 1073er Neve, legendärster EQ der Welt wahrscheinlich irgendwie, aus den ganz alten Neve-Pulten. Wer den aber Dave Grohl ist sowieso Top-Marke. Ich meine, also es ist schon... Also es gibt wahrscheinlich wenig Plugin, die du zu Hause hast. Gesagt. Nee, SSL ist auch toll, API ist auch toll, aber Neve hat immer noch so ein bisschen diesen Schimmer, wenn man so mal so einen Dave Grohl-Film gesehen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich finde, es hat diesen, ich weiß, das klingt komisch, aber diesen analogen Touch. Ich genau, weiß nicht, es ist halt ganz warmes und weiches. Genau, genau. Ne? Und das, die Philosophie von Yamaha ist, du willst etwas neutral verstärken und hast dann aber die Option zu sagen, ich brauche dieses Signal neutral oder ich will richtig aggressiv... Also nicht im Sinne von aggressiv EQen, sondern im Sinne von, ich will einen ganz anderen Charakter, als es in Wirklichkeit hat. Ja. Und das kannst du halt machen. Das heißt, du bist, dazu brauchst du eine ganz cleane quasi Vorstufe, was du hier drin hast. Dann kommt der erste Step. Ich könnte jetzt quasi das nutzen, was Rupert Neve damals für Portico 2 Vorstufen gemacht hat, analog. Da gibt es den sogenannten Silk. Der ist hier jetzt nicht aktiv, weil der nur in den Vorstufen drin ist, also okay, in den RPOs. Mhm. Da kannst du den aber anwählen, Red oder Blue benutzen und kannst den anteilig reindrehen. Das ist genau das, der macht Obertöne. Mehr macht er nicht. Aber das ist genau das, also quasi wie eine Sättigung, ein ganz wichtiger Fakt, damit es halt noch analoger ist. Und damit kannst du sowohl im HF-Bereich wie auch im Low-Bereich durch Obertöne dein Signal schon mal komplett beeinflussen. Dann kannst du 4 unterschiedliche EQs benutzen. Also es gibt 4-Band vollparametrisch in jedem Ausgang, Eingang. In jedem Ausgang gibt es sogar 8-Band vollparametrisch. Also das ist halt wirklich... Das ist auch eine neue Geschichte. Ja. Ja, also das ist allerdings PM. Das ist klassisch. Beim CL kriegst du das auch, wenn du zum Beispiel hier, wir gucken uns das mal kurz an, wenn du zum Beispiel das selber dir reinlädst, hast du das ja im EQ-Rack, kannst du dir ja ein 8-fach Vollparametrik einfach reinladen. Das kannst du hier auch tun. Sehr interessant, ja. Aber du hast schon automatisch in jedem Ausgang, hast du anstatt eines 4-Band parametrischen EQs ein 8-Band. Wenn du dir jetzt auch noch in den Insert einen zusätzlichen 8-Band, dann hättest du schon 16 Bänder. Und du könntest dir theoretisch... Ich wüsste gar nicht, wo ich alle hinpacken soll wahrscheinlich. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Situation Es gibt, ja, und es gibt ja natürlich auch so Sachen, man würde zum Beispiel diesen hier, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack, aber ich würde diesen Aggressive, der ist sehr, sehr analog von der Art her. Das sieht man zum Beispiel sehr gut. Wir nehmen uns jetzt mal einfach einen leeren Kanal. Zack.
So, jetzt gehen wir mal hier Legacy, machen mal den Low Cut aus und gucken mal, was der macht, wenn man jetzt einfach unten rum setzt man jetzt einen Filter, boostet zum Beispiel ganz stumpf mal 50 Hertz. Ne? Jetzt guckt man mal, was passiert, wenn ich da einen Shave draus mache. Dann sieht man ja, wie dieser Filter arbeitet. Ja. Das hier ist die klassische Darstellung eines digitalen Filters. Warum? Weil ein analoger Filter bei der Kernfrequenz einen sogenannten Overshoot hat. Wenn du analoge alte EQs durchmisst, machen die was ganz Steiles da oben und schießen über das Ziel hinaus. Das ist eigentlich das, warum man mit Neve oder SSL oder Midas arbeitet. Mhm. Wenn ich den jetzt umschalte von Legacy, also ich lasse den jetzt so, wie der ist, ja. Die Einstellung bleibt identisch, ja. Jetzt gehe ich mal auf Aggressive, dann siehst du genau, was da passiert. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist das gleiche parameterartig, was ich da gemacht habe. Es bleibt ein Shelf bei 50 Hertz, geboostet um 9 dB. Der sieht jetzt so aus. Und der Overshoot ist nicht nur in dem Bereich, sondern der geht auch nach. Der geht da auch wieder runter. Und das ist eben genau das, was passiert, wenn du mit analogen EQs arbeitest. Und das ist halt das Schöne, dass du hier wirklich das mal vergleichen kannst. Das heißt, im Grunde kommt ein komplett analoger Sound raus, wenn ich das möchte. Wenn du das möchtest, genau. Ich hab einen Nullpunkt-Pult, genau. was digital klingen kann, was Absolut. Aber auch analog klingen kann. Das heißt, genau. Da kann niemand mehr sagen, von wegen, hey, ich will analog haben, weil das Und wir haben ja noch nicht mal Plugins benutzt. Und das kannst du natürlich komplett, auch noch machen. Das ist komplett Default und wird so rausgeliefert. So. Das wird alles, und das ist immer diese Yamaha-Politik, dass alles, was du da irgendwie an Plugins drin hast, ist immer installiert. Das heißt, du machst eine Firmware auf dieses Pult, die natürlich schon, das Pult kommt ja schon mit Firmware. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, externes Zeug zu nutzen, wenn man zum Beispiel API-Plugins, Neve-Plugins haben will, kann man einfach einen Soundgrid dazu nutzen. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Es gibt Karten für das System, für alle Yamaha-Systeme. Ja. Es gibt aber ganz neu auch zum Beispiel eine Umsetzung von Soundgrid auf Dante. Dann kannst du 64 Kanäle einfach hin und her schieben. Kannst du durch die schießen, wie ich lustig bin. Genau, du kannst quasi Soundgrid-Kanäle mit Plugins über Dante insertieren. Und damit kannst du dann noch mehr Klang färben. Das ist schon ziemlich fancy. Ich habe mit einem externen Interface und kann mir alles. Wenn du intern bleiben möchtest, hast du hier die Option. Du hast zwei Insertpunkte. Und in jedem Insertpunkt kannst du vier Plugins reinmachen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen komplett analogen Kanal zu haben möchtest, nimmst du so einen. Das habe ich jetzt für jeden In? Für jeden Input. Du nimmst, das ist aber ganz schön viel. Das ist sehr viel. Du nimmst hier zum Beispiel, das ist ein 1073er. Ne? Darf man in dem Fall auch sagen, weil das ja Rupert Neve ist. Mhm. Das ist dieser klassische EQ, den man halt auch von ihm kennt. Das ist einer der bekanntesten Studio-Cues überhaupt wahrscheinlich. Ja, haben wir schon mal gesehen, auf jeden Fall. Den hat man auf jeden Fall so schon mal gesehen. Jetzt nimmt man zum Beispiel auch noch irgendwie einen kleinen 70er Kompressor aus dem gleichen Zeitraum. Jetzt hättest du quasi, wenn du das andere nicht nutzt, hast du hier, du kannst jetzt im Kanal alles andere ausschalten, hättest du hier schon mal über diesen einen Schalter einen Neve-Kanalzug. Das ist ja schon mal relativ cool. Das kannst du in jedem Input machen und du kannst nicht nur 4 setzen, sondern du kannst sogar 8 setzen und kannst die über 2 Schaltpunkte so an- und ausschalten. Und das Schöne daran ist, es gibt sogar noch eine Übersicht hier, was dir ganz explizit deinen Signalpunkt zeigt. Das ist natürlich super wichtig, dass man sagt, was ist denn das für ein Plugin? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kombination mache, ich mache hier in die Plugin 1, Insert 1 haben wir jetzt diesen EQ, dann macht es natürlich am meisten Sinn, dass ich den da einsetze, wo der jetzt auch schon ist. Also zum Beispiel direkt nach der digitalen Stufe vor dem Low-Cut-Filter oder hinter dem Low-Cut-Filter. Es macht wenig Sinn, bei der meisten Anwendung zum Beispiel, ihn nach dem Dynamic zu setzen. Es geht aber. Ich kann den da rein, wo ich will, im Signal will. Und du siehst es auch. Genau. Einfach nur meinen du Punkt siehst es halt auch immer. Und das ist ja eines so, ich unterrichte, wie gesagt, viel und hatte das große Glück, dass ich ganz früh angefangen habe, vor über 25 Jahren mit Mischen. Das heißt, ich komme aus dieser XL4. Also wirklich ein Praxistyp. Es gibt echt viele, die haben ein Datenblatt, labern runter und sagen laber und das war's dann. Aber alles Bullshit. Also ich habe 20 Jahre auf einer Bühne gestanden, Gitarre gespielt und habe dann angefangen, die Sachen zu produzieren. Und deswegen komme ich aus diesem analogen Alter. Ja. Wenn ich jetzt aber so jung wäre wie du, hast du schon mal an einem XL4 gestanden? Nein. Das ist nämlich genau der Punkt. Ehrlich gesagt, wenn du mal aus dieser analogen Welt kommst, dann ist dir diese, warum reden diese alten Menschen immer über Gainstruktur? Was ist so wichtig daran? Und warum ist ein Low-Cut-Filter so wichtig? Dann würdest du das sofort verstehen, weil wenn du das einmal analog gesehen hast, was da passiert und wie viele Stufen du zum Beispiel hintereinander schaltest, wenn du irgendwas machst, Sachen danach, was dann danach. Gainstruktur ist alles. Ja. Und wenn du aber bei so einem Pult einsteigst oder es gibt Studiopulte, da steckst du irgendein Signal rein mit minus 10 dB V und du hast 1000 dB Headroom.
wie willst du jemandem erklären, dass es total wichtig ist, das richtige Gain zu haben, wenn du das aufnimmst? Ne? Der das noch nie auf dem analogen Pult gesehen hat. Das ist halt so schwierig. Der wird einfach nur sagen, hier geht doch, wo ist das Problem? Genau, aber er kennt die Vorgeschichte. Was interessiert mich das Rauschen? Das ist doch minus 100 dB. Ne? Dass es mit dem Klang einhergeht, das ist halt so schwierig. Und ich finde immer, solche Sachen sind das Wichtigste überhaupt. Das ist ja auch eine Sache, was wir nicht verstehen. Es summiert sich ja. Okay, darf ich mal? Ja, na klar. Du weißt aber, dass wir ein Video machen. I'm sorry. Hier hast du halt die Möglichkeit, genau einfach deine Punkte zu setzen. Insert 1, Insert 2. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den Direct Out. Sehr, sehr schön. Das ist okay, ich sage fancy. Genau. Und ich finde aber, das ist super elementar. Also ich finde ja, Übersicht ist alles. Genau das Gleiche. Du siehst ja hier, dass du halt sehr viele VUs hast. Auch noch in jedem Screen, egal was gerade angezeigt wird. Selbst wenn du ein Plugin siehst, hast du noch diese Anzeige. Jetzt sind sie noch weitergegangen. Du kannst sagen, ich sehe jetzt die Ausgänge zum Beispiel. Ich sehe die Eingänge. Ich kann aber auch sagen, ich möchte beides sehen. Das finde ich halt richtig cool, dass sie auf der gleichen Größe es geschafft haben, 120 Input-Kanäle darzustellen und 84 Busse plus zwei Stereos, die du gleichzeitig siehst. Und der Knüller ist halt, man sagt ja immer, naja, irgendwann, klar hat jeder schon mal eine Band mit 24 Kanälen gemischt, aber stell dir mal vor, du hast das Orchester mit 90, dann ist natürlich dieses, oh, jetzt will ich mal schnell. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich muss erst mal suchen, dann wahrscheinlich. Jetzt stell dir vor, du bist in Kanal XY mit einem Plugin und jetzt willst du mal ganz schnell sehen, ach guck mal, was zappelt denn hier? Du weißt, dass das sein. Jetzt drückst du da drauf und hast genau das hier. Dann springe ich da einfach rein. Und du hast genau das, was du hier siehst, also Kanal 7384. Oder ich will sehen, was ist denn jetzt zum Beispiel hier mein Mix 13 bis 14? Dann sehe ich hier die Beschriftung und sehe in Echtzeit und kann auch jetzt gleich wieder so arbeiten. Ne? Ich kann mir das jetzt hier anzeigen lassen. Oder ich kann jetzt eben mal schnell gucken, das sind meine Matrixen, die hier zum Beispiel das PA befeuern. Ne? Wenn ich das jetzt anmache, hörst du das, zack. Das ist halt einfach unfassbar schnell. Und das ist jetzt nur ein Screen. Das ist gerade für mich ein ziemlich wichtiger Fakt. Es gibt nämlich ziemlich viele, die gerade aus dem Reggae-Bereich kommen. Beim Reggae ist es immer so, man muss sehr, sehr viel eingreifen. Man hat du bist sehr schnell und muss dann die Delays schnell fahren. Ich habe mir ganz viele erzählen lassen, die mischen auf den ganz alten, Analogpulten, weil sie einfach schnell sind, um einzugreifen, weil sie immer noch sagen, hey, digital ist mir zu langsam, ich kann nicht schnell reagieren, ich muss selektieren, ich muss das, aber das habe ich es noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich zügig. Und gerade Übersicht ist natürlich auch immer ein Punkt. Du kannst hier auch sagen, ich möchte Fullscreen haben. Dann hast du hier jetzt alle Input-Kanäle einfach auf einmal. Und wenn du dann noch auf Peakhold gehst, siehst du wirklich... Ich habe sogar die Fader-Stelle. Ich sehe alles, sogar wo der Fader steht. Genau, du siehst auch, wo der Fader-Position ist, ob an- oder ausgeschaltet ist und im Pegel. Und du kannst hier auch sagen, was zeigt mir denn diese VU an? Auch ein wichtiger Punkt, wenn du von einem Analogpult kommst. Das hier ist zum Beispiel jetzt der wirkliche Level, der an der analogen Vorstufe anlegt. Der wirklich reinkommt. Der wirklich reinkommt. Okay, der absolute Wert. Weil, sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt mal hier irgendeinen Kanal. So. Und jetzt würde ich an dem Kanal, und jetzt stelle ich den einfach mal auf plus 24, weil ich es kann. So, jetzt sehe ich da, okay, das Ding ist wirklich rot. Ja. Der Punkt ist halt, ich muss in einem Line-Check auf dem Modus sein, um wirklich zu erkennen, ob das ein Clip ist, der in der Vorstufe erzeugt wird oder durch das Processing, was ich danach mache. Genau. Weil es irgendwo nochmal geboostet wird. Weil was jetzt auch natürlich der Fakt ist, du siehst, dass das jetzt hier ein Kanal ist auf der 1, wo ein Gate ist. Das sehe ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, siehst du, dass der bleibt, aber dass der Pegel deutlich geringer ist. Jetzt könnte ich theoretisch das so machen und wenn ich den Fader jetzt so habe, würde man jetzt erstmal, guck mal, jetzt machen wir Peak Hold aus. Ich sehe nur, was Post kommt, Genau, jetzt siehst du nur, was Post kommt. Der einzige Vorteil ist, dass du hier eine LED siehst, damit du weißt, okay, da ist irgendwas nicht korrekt. Mhm. Aber wenn du darauf nicht achtest, denkst du erstmal, oh, du bist bei minus 18. Aber die habe ich immer, ja, das heißt, ich sehe in jeder Position, hey, da ist ein bisschen Alarm. Du siehst den Peak. Okay, das ist aber ganz gut. Ist schon mal sehr hilfreich, aber theoretisch würdest du den wirklichen Pegel nur sehen, wenn du hier drauf schaust. Ja, verstehe. Und das ist halt irgendwie dieses typische digitale Phänomen, dass manche Leute sagen, oh, das klingt aber merkwürdig. Oder es klingt nicht analog, das liegt aber daran, dass die Gainstruktur, man kommt immer wieder darauf hin, das ist auf halt jeden wirklich Fall. Das Allerwichtigste. Das ist wieder Grundstein, kann man sagen. Also die Gainstruktur bei Yamaha und bei ganz vielen Digitalpulten ist so, man muss ja diesen analogen Spitzenwert in irgendeiner Form digitalisieren und braucht darüber ganz viel Headroom. Ja. Ne, weil bei einem analogen Pult ist überhaupt kein Problem, wenn du rot ausgibst, weil du hast ja Headroom in diesen ganzen Vorstufen. Ich wollte gerade sagen, das sind die Bauteile, die halten noch ein bisschen das ist was anderes. Das zerrt nicht hier sofort, ist es halt so, nachdem du Unity Gain erreichst, zerrt es halt. Ja, muss es nur in eins verwandeln. Irgendwann genau. Und dann ist irgendwann die Frage, was mache ich denn jetzt? Genau. Und das ist halt ein ganz, ganz haarfeiner Step. Deswegen, ein minus 18 dB Signal ist bei Yamaha Unity Gain. Das ist schon null. Und dann hast du immer noch dein Headroom. Das ist halt der Punkt. Ich habe mich auch immer gefragt,
warum Yamaha schon bei minus 12 gelb anzeigt. Warum es schon langsam so, hm? Ist noch Platz. Das ist immer leicht unterschiedlich zwischen PM und CL zum Beispiel, aber grundsätzlich ist das halt eben so das Merkmal. Mhm. Wenn du mit einer Orangenen arbeitest, wirst du auch in einem Summenbus, wo du wirklich viel Signal reinschiebst, wirst du halt einfach im Headroom bleiben. Und das muss man sich halt so erklären, dass man digital einfach diesen Platz oben noch braucht. Weil diese Anzeige ist ja jetzt zum Beispiel VU-artig, das heißt, sie ist, hat genau die Zeit, also Hinlauf- und Rücklaufzeit, wie ein analoges Meter, das ist natürlich also sehr langsam. Wirklich wie ein Magnetzeiger. Das soll, das ist nachgearbeitet. Der Punkt ist aber, dass du natürlich bei einer Kickdrum zum Beispiel, wenn du dir den Kanal anguckst, die wirklichen Peaks, die siehst du ja auf dem VU-Meter nicht. Eine Kickdrum ist ja locker 3 bis 4, 6 dB manchmal, je nachdem, was das, wie die gespielt wird und was das ist, ist die ja lauter als das, was ein langsames VU anzeigen kann. Das stimmt, ja. Deswegen sollte man auch gerade das nochmal im Hinterkopf haben. Ne? Also Gain-Struktur im Sinne von, was ist denn hier mein Unity-Gain und dann, was ist denn wirklich auf diesem Signal an Energie? Ne? Aber wie gesagt, wenn du analog eingestiegen bist und dann interessiert dich dieses Signal-Flow-Diagramm, dann weißt du ungefähr, was Struktur ist. Und dann kannst du auch sehen, guck mal, das ist zum Beispiel ist eine Aufnahme, die ich gemacht habe vor einem halben Jahr. Und das ist jetzt die gleiche, auf einer CL, muss man dazu sagen, auf einer CL5. Und das ist jetzt das gleiche Ding, transferiert auf ein PM7. Und wenn du das jetzt anmachst, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, das klingt erstmal wie Musik. Genau. Und das ist alles auf Null, weil der Ansatz der Aufnahme als auch im Mix ist eigentlich Gainstruktur. Ja, ich verstehe. Das heißt, ich mische im Prinzip, ich mische meine ganze Geschichte eigentlich über den DCAs. Und da habe ich Platz dann, da kann ich Gitarren schieben, ne? Das kann ich hier machen. Aber das da ist erstmal Gainstruktur. Mhm. Weil wenn ich nicht die richtigen Gains habe, haben auch meine Dynamics nicht den richtigen Threshold, meine Plugins auch nicht. Ja. Das ist eigentlich so das Ding, wo ich anfange. Und deswegen kannst du das transferieren und bist dann halt in der Situation, dass du sagst, so komm. Heißt ja auch, Yamaha hat tatsächlich wirklich ein bisschen anderen Arbeitspegel als, sage ich mal, jedes Digitalpult. Jedes Digitalpult hat das. Okay, also ganz klar. Also ein VI6 hat einen anderen Arbeitspegel als ein AVID. Mhm. Aber es ist alles, sobald es digital wird, musst du halt umdenken. Du kannst nicht in dieser analogen Welt denken. Mhm. Ne? Also aber das ist praktisch das auch ein bisschen nachzuahmen, dass das dann wirklich. Also genau. Oder deswegen in diese alte Welt reinzutauchen. Bei Yamaha kann man sagen. Ja auch meistens der Ausgang rein spannungsmäßig mehr. Also so ein CL5 kann, glaube ich, im Peak 24 dBU, was sehr, sehr viel ist. Das ist ganz schön hart. Rausgeben. Das liegt aber auch daran, dass man sagt: Na gut, wenn ich dann aber nur mit 12 oder 16 arbeite, da habe ich so viel Headroom, dass der Rauschfaktor auch wieder zu vernachlässigen richtig ist. Richtig, da unten ist, ja. Und deswegen ist es halt falsch zu sagen, per se, Yamaha klingt mittig oder digital, sondern es kommt darauf an, dass du weißt, wie du das anlegst. Mhm. Und dann klingt es so, wie es gedacht ist. Ja. Ne? Also kann man wirklich sagen, das ist wirklich das Flaggschiff von Yamaha, die neue PM-Serie. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gedacht. Also man muss ja wirklich mal sagen, okay, es ist ein schönes Digitalpult für Live-Anwendungen, aber was dahinter steckt, hätte ich echt nicht erwartet. Also das war jetzt wirklich... Genau, man hat lange darauf gewartet. Als CL rauskam, habe ich gehofft, weil ich habe ganz viele Shows mit PM5 gemacht, über 10, 12 Jahre lang. Also bestimmt so 1800 Shows. Mhm. Und irgendwann hat man gehofft, na gut, jetzt wird irgendwie das Surface kleiner, man muss auf Festivals nicht mehr mit 6 Helfern irgendwas aufbauen. Ja, das ist ganz okay. Und dann kam CL, da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, naja, das ist ja eher so ein M7. Dann habe ich gemerkt, okay, da steckt ja so viel drin. Mhm. Und dann kommst du aber was natürlich. Halt erst nicht denken, erst nicht. Genau, da ist unfassbar viel schönes Zeug drin. Allein diese Option, dass du die Soundchecks aufnehmen kannst, Virtual Soundcheck machen kannst. Du hast die ganzen Shows einfach aufgenommen, ohne Probleme, du wechselst zur Festplatte. Das ist halt ein sensationelles Feature. Und das dann aber noch größer zu machen, da habe ich jetzt auch ein paar Jahre drauf gewartet, weil ich immer einen Ersatz für ein PM1 gesucht habe. Und das ist jetzt hier definitiv. Das ist das große Schiff, genau. Und mit der Kanalzahl muss man auch wenig überlegen. Also es gibt ganz wenig Produktionen, wo ich damit nicht hinkomme. Wo kriegt man die mal voll? Ja, also voll kriege ich die bestimmt. Aber ich bin nie auf der Suche beim CL. Das ist mittlerweile bei manchen Produktionen von mir schon so, dass ich dann sage, oh Gott, jetzt brauche ich noch 2 Talkbacks. Oder der Künstler kommt und sagt, ich habe jetzt aber noch meinen Produzenten. Der spielt jetzt noch Percussion, Trompete, Schlagzeug und Bass. Dann wird es irgendwann schwierig. Ne? Mhm. Und das habe ich hier natürlich nicht. Nee, das ist. Da muss ich vielleicht auch mal eine Rio kommen lassen, aber dann bist du halt auch relativ schnell dabei. Ich wollte gerade sagen, und genug Prozessing kann sie ja wirklich. Also sie hat ja genug davon in der Haube. Also an sich ein wirklich sehr ausführliches Video zur neuen Yamaha PM-Serie. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen geflasht, hätte ich nicht erwartet, dass sowas dabei rumkommt, aber an sich... Das freut mich sehr. Ja, ich meine, die Zuschauer haben es gewünscht, dass du mal erklärst, was ich hoffe, wir haben sie nicht enttäuscht. Ich glaube, wir haben das ausführlich erklärt und die werden hoffentlich nicht enttäuscht sein. Alles klar. Vielen Dank. Danke euch. Man sieht sich noch. Mach's gut. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. Krasse Scheiße. Ich wollte sagen, für jede 5 Minuten. Ja, dachte ich mir auch. Ist es so? Nee. 30. Wirklich? Ja, stabil.